Hallo, wir sind 3 Steps aus Gießen und Darmstadt mit Cyber One, Nova und Mr. Flash. Wir malen zusammen seit Herbst 98 und um den Zeitraum auch haben wir angefangen zu sprühen und konnten uns eigentlich in den letzten Jahren hier relativ gut in Mittelhessen etablieren. Wir sitzen hier gerade vom neuen Kunstwerk von uns, das ist oben auf der Ebene 3 in Wetzlar, wo wir ein California-Bild gemalt haben, in Anlehnung an die Filme wie Starsky und Hutch oder andere Detektiv- und Cop-Filme aus der Zeit. Ja, die Graffiti-Kunst hat mittlerweile einen sehr festen Bestandteil in unserem Leben eingenommen. Wir verbringen eigentlich überwiegend unsere Freizeit damit, in künstlerischen Ansätzen, ob das jetzt an Skizzen ist, an digitalen Medien oder direkt hier an der Wand. Wir malen gern freundliche Motive, so wie im Hintergrund mit Californication oder mit den Palmen und Sonnen dazu. Das passt uns ganz gut, auch mit diesem Retro-Pop. Weil Graffiti, das ist ein Stück Pop-Art, zumindest in dem Bereich, in dem wir tätig sind. Und dann mögen wir es auch, poppige Farben mit gegenständlichen Motiven, wie jetzt Figuren, Autos oder auch schönen Frauen zu verbinden und zu kombinieren. Ja, also die Wand, vor der wir hier stehen, die ist etwa 5x8 Meter groß. Und da verbrauchen wir etwa so 10 Liter Fassadenfarbe für den Hintergrund zum Streichen. Das haben wir hier in Gelb und Aprikose gemacht oder eher schon von Vanilleton. Und so an Sprühmaterial verbrauchen wir etwa so 1-2 Dosen pro Quadratmeter, je nachdem wie aufwendig das ist. In der Regel malen wir über Schichten, das heißt wir fangen hinten am Horizont sozusagen an zu malen, die Gebäude. Oder auch bei Personen halt eher das, was im Hintergrund ist, vielleicht der Arm oder ein Bein. Und malen es dann quasi in verschiedenen Schichten nach vorne vor, so wie im Gesicht. Da wird halt erst das ganze Gesicht mit einer Farbe ausgefüllt und dann decken wir die anderen Farben, die Schattierungen und die Glanzlichter immer weiter übereinander, dass wir so einen Bildaufbau nach vorne bekommen. Wir sind aber auch froh, dass wir auch immer genügend Flächen zur Verfügung haben oder auch Flächen angeboten bekommen, an denen wir halt unsere Arbeiten umsetzen können, weil die oft mehrere Tage in Anspruch nehmen. Und für uns halt auch wichtig ist, die Ideen, die wir haben im Kopf und die Gedanken, dass wir die auch an richtigen Wänden mit einem bescheidenen Format umsetzen können. Ja, seit den 70er, 80ern ist Graffiti ein fester, elementarer Bestandteil der urbanen Kunst geworden. Es ist halt Ausdrucksform für viele Jugendliche und mittlerweile auch erwachsene Leute. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in den nächsten Jahrzehnten Graffiti immer ein fester Bestandteil der Gesellschaft ist und bleibt. Und für uns persönlich hat Graffiti mittlerweile so einen hohen Stellenwert erreicht, dass wir uns das eigentlich aus unserem Leben nicht mehr wegdenken können. Oder generell auch die Kunst, die Malerei. Wir persönlich sind froh, dass wir bei der Sprühdose gelandet sind, weil es sehr viel Spaß macht. Man lernt viele Leute auch kennen in anderen Ländern und Kulturen und kann so auch gebietsübergreifend halt Freundschaften schließen. Für uns persönlich ist es relativ wichtig, dass wir halt unsere eigenen Gedanken nicht nur zu Papier, sondern auch in Form von Sprühkunst an die Wand bringen können und hoffen für die Zukunft, dass wir halt viele weitere Möglichkeiten bekommen, auch Projekte umzusetzen. Und dass wir natürlich dafür auch die finanziellen Mittel zur Verfügung haben und auch die Zeit.